はい、皆さんこんにちは、レイナです。今日はまた両親のサポートで動画を撮りたいと思います。タカがこの日本の駄菓子を用意したから、それを今から両親に食べてもらって反応を聞きたいと思います。私も日本から大量の駄菓子を持ってきました。ちなみに僕の好みで持ってきちゃったんで、私は一回タカと一緒に同じ駄菓子の動画を撮ったことあるので、私の反応はぜひ見てみてください。 Also, der Taka hat euch hier so ein paar alte japanische Süßigkeiten mitgebracht. Wobei Süßigkeiten nicht das richtige Wort ist, weil das ist nicht alles süß oder quasi mehr als die Hälfte ist nicht süß. Das liegt aber eher daran, dass der Taka nicht so wirklich süße Sachen mag. So Zeug, was er in seiner Kindheit gerne gegessen hat. Was möchtet ihr denn als erstes probieren? Das! Gleich mal Hardcore. Warum Hardcore? Kali Kali Ume. Wonach sieht's aus? Ja, wie Oliven. Wie Oliven, sehr schön. Wenn, Oliven mit, in deinem Mund. Wenn du mit dem Ding daran gehst, dann ist es vielleicht okay. Ja, mit der Einstellung einmal riechen. Ist nicht so schlecht. Sauer halt, ne? Genau. Ja. Du kannst abbeißen, wenn du es nicht ganz essen willst. Oh, mich schüttelt. Papas Geschmacksknospen sind tot. Und sowas isst man das also? Das geht zum Beispiel gut zu Bier, aber nachdem das ja hier Kindersüßigkeiten sind. Ist es wenigstens gesund? Das ist gesund, hat quasi keine Kalorien. Kein Zucker. Also, ne, genau. Kein Zucker, weil es ja super sauer. Und was ist es? Pflaume. Rohe, also grüne Pflaume. Grüne Pflaume ist grüne, auch eingelegt. Das ist sowas, da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Als ich das erste Mal diese sauren Pflaumen gegessen habe, fand ich es auch nicht gut. Nein, ich. Mittlerweile so ab und zu mal eine ist ganz gut. Das ist mir, ich esse ja sehr ungern saure Sachen. No. Also von daher. Für mich nicht. Not my favorite. Und das ist der Taka so? Ja, zum Autofahren zum Beispiel. Oh zum nein. I like it very much. Yes. With okay. Beer. Aha. Okay. So, was möchtet ihr als nächstes probieren? Das ist doch auch Gemüse hier, oder? Das, genau. Oder Käse stickst mit Gemüsegeschmack, oder was? Das ist mein Lieblingsお菓子だね、じゃがりこ. Genau. Salatgeschmack Kartoffelchips. Kartoffelpommes. Sind die nicht so schlecht? Ja. Würde ich wahrscheinlich so beim Snacken am Abend, wenn man irgendwo in der geselligen Runde sitzt. Genau. Aber die sind zum Snacken gut. Die gibt es dann auch noch in anderen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Käse oder so Kartoffeln mit Butter zum Beispiel. Taka no ichiban sukina aji wa nani? Ore wa sono salada. Honto? Salada ka cheese. Watashi mo cheese da yo. Oh, jagariko wa suki da toyukoto de yokatta desu ne. Kann man gut essen. Yes, ist gut. Und ich habe auch ein paar andere Freundinnen, die das schon probiert haben und gesagt haben, dass es sehr lecker ist. Zum Mitbringen für die Deutschen, sehr gut. Jetzt muss ich die andere Seite stellen. Ach so, okay. Nicht so gut, besser. Ah, oh ja, super Idee. Hast du das wegen dem Paket ausgesucht, weil es interessant ausschaut? Ja, genau. Marketing war schon ja. Genau. Ich schlage vor, da einmal dran zu riechen, vorm Probieren. Schmeckt es fischig? Fischig? Ich sag jetzt mal nicht, was es ist. Stimmt, die Wohnung nach Fisch. Ja. Einmal riechen. Oh. Wonach riecht's? Nach Fisch. Nach Fisch. Ganz kleines Fischchen abbeißen, das ist eine gute Richtung. Ich muss sagen, dass es ein bisschen süßer ist. Oh, not bad. Interessanter Geschmack. Echt? Oh, Yotchan ist eigentlich sehr zitronig. Ja, oder Essig oder so. Ja. Obwohl es Fisch ist und sauer, ist es also besser als das. Zumindest für uns. Ja, vor mir ja, ist genau. Sour. It's very like sour. Same problem, Mama. I don't like sour. Ja, Mama, 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 also wird nicht grundsätzlich abgelehnt. Oh! Abgelehnt kommt hier in die Mitte. Für mich der Riesenschock, weil ich finde das hier, von all dem, was wir mitgebracht haben,
Für mich ist das das Schlimmste. Ja? Oh, okay. Ne? Da zieht es mir alles zusammen. Dieses Fischige mit dem Sauren, das geht ja gar nicht. Ja, hinterlässt einen fischigen Geschmack. Ihr habt nichts zu trinken hergeholt. Ja. Habt ihr was zu trinken geholt? Ja, ja, ja. Ich hole was. Ich will das. Mhm. Oh, Chocoampa. Chocoampa. Was ist Chocoampa? Rouladen, rote Bohnen, Brot. Ah, das könnte schmecken. Also in Japan gibt es diese Dinger in Normalgröße so, beim Bäcker verkauft. Mhm. Schokolade. In denen ist jetzt halt Schokolade drin, normalerweise ist da rote Bohnenpaste drin. Halt sehr trocken, oder? Ja, trocken und die Schokolade schmeckt nur nach Zucker. Das wäre wie in Deutschland auch, also sag ich mal. Nein. Ja, doch, sowas gibt es in Deutschland genauso. Ja. Ja, aber sowas esse ich nicht. Also es ist nicht so, dass man es nicht essen kann. Also, wie gesagt, ja, ja. Ja, aber ich würde es mir nie kaufen, weil es von der Qualität zu schlecht ist. Das würdest du aber bei allen deutschen Süßigkeiten, die genauso sind, auch nicht machen. Genau. Genau. Das wirst du das gleiche Problem haben bei all diesen Sachen. Mhm. Was ist denn das hier? Sehr schön. Kawaiyaki-san. Also das ist quasi das gleiche, nur das, der Geschmack ist ein bisschen anders. Das hier ist mit Wasabi, so Soja oder so Geschmack, süßlich. Goddess. Wie schaut's aus? Sag's ehrlich. Das schaut so aus. Das klebt so. Ja. Weil da so süßliche Soße dran ist. Das war Fischschein. Ja. Das schmeckt mir. Oh, oishi. Wasabi da kann Ein bisschen fischig. Nicht so gut. Nein, finde ich das andere. Ich finde sowieso kein Fisch. Auch, das ist quasi auch ein bisschen fischig, nur ohne den Wasabi-Geschmack. Gut. How is the texture? Do you like the texture? Yes. Okay. It's okay. Ich mag die. Weil es klebt? Nein, weil es so ein bisschen, als würdest du auf Karton rumkauen. Mm. Ist gut. Ist gut? Nicht so gut. Die Mutter. Gut. Das ist nicht so gut. Also, wo würdest die Mama ihn einordnen? Das da. Das ist gut. Das ist besser. Okay, dann. Und das sieht ja auch toll aus. Mm. Das ist ein Schnitzel. Ah ja. Tonkatsu da ne, Nihon de iu. Tonkatsu des. Aber es ist genau aus Fisch. Alles Schnitzel Fisch. Aus Fisch. Okay. Schauen aus wie ein Schnitzel, oder? Was? Nicht ja, wirklich, also, aber. Und ich nehme schmeckt nicht gut. Warum nicht? Schmeckt so nach Panade und nichts anderes und Salz. Big Cuts oder 15 Yen oder 20 Yen? Ja, ja, so ist die Quality. Real. Also, Kodomo ga sa, Okozukai moratte, Kodomo ga kaeru Level no. Ja, probier mal da. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kornsuppe und Käse. Die gibt es normalerweise, die verteilen diese Teile sehr gerne kostenlos auf irgendwelchen Festen oder wenn es irgendwelche Trombolas gibt, um was zu gewinnen oder sowas. Luft frittiert quasi. Ehrlich. Ja. Sie ist sehr salzig. Ja. Schokofrei. Die gibt es in Venezuela auch. Mama mo kodomo no toki ni onaji yona mono ga atta rashi. But they are only so this size. Okay. And so like chips. Nihon no karu mitai. Karu no. That is yeah, Nihon ni mo aru. Ja, Mama wo kodomo no toki ka narete iru shokkan toka aji tte kanji datta ne. Sonst ist es auch irgendwas, was du in Deutschland auch bekommen würdest irgendwie. Dann muss ich das jetzt probieren. Anderer Geschmack? Ja, weil ich mag keinen Käse. Oh, salzig. Sorry. Oh, nicht schon salzig. Schoppei. Wenn du einen Rausch hast, dann, ja. Dann brauchst du das, um den Salz wieder aufzufüllen. Ein Bier doch mal. Wobei mir das besser schmeckt als das hier. Ja, stimmt. Das Käsige schmeckt sogar besser. Das sind jetzt mal Schokolade. Okay, ja, Schokolade. Mach eine auf. Eine Schokolade. Diese Schokolade hier gibt es auch in 150 verschiedenen Geschmäckern. Mit Füllung. Kinderschokolade. Wie Kinderschokolade. Fast. Ja, ist mir zu süß. Aber wir essen halt auch keine helle Schokolade. Ihr esst auch keine Kinderschokolade, oder? Nein. Dann geht sogar mal die ganze Zeit. Dann stellt sich an mit Zickzack. Das sind Schokobananen. Also nochmal, japanische Süßigkeiten. Alle eine einfache Art, sie aufzumachen.
Schokobanana. Gibt es ja auch Schokobananen. Kleine Rasche-Bananen. Ja, eine kleine Banane. Ich habe das noch nicht gegessen. Schmeckt nach Schokobanane. Genau. Lecker. Von der Hand. Also, gibt es bei uns auch in verschiedene Geschmacksrichtungen. Mmh, verschiedene. Na, sag mal, das ist jetzt mein Highlight wahrscheinlich. Ja. Kono yatsu. Uenamune. Da ist auch ein Spielzeug. Jetzt musst du das nächste Mal die Süßigkeit kaufen, die ich gut finde. Die du gut findest. Ja, das machen wir. Mhm. Den Packer sollten wir das nicht überlassen. Nein. Nein? Du musst pfeifen. Genau. Ist das von der Black Karen sein? Das ist lustig. Soll das Black Karen sein? Nein, oder? Es soll hier Traubensäure sein. Aber das hier ist auch toll, euch. Sag mal, so Zeug hat das Kind halt auch gegeben. Aber auch zum Pfeifen? Ja, aber nicht so. Spielzeug. Was ist das denn? Ein Anhänger. Mit Musik. なんだろう、なんかクリップみたいな感じだよね。服につけれるクリップかもしれない。服につけてみて。フェリーナ。ワンダフル。そういうおもちゃかな。じゃあ。Das ist das lustigste, das very nice for kids. Yes. これが一番悪かった。まあ、ドイツじゃないからね。ちょっとびっくりしたかもしれない。そう、正直に言うと私も初めて食べた時には好きじゃなかったし何回食べたらなんかどんどん美味しくなる。Ja, also das war wohl das was gut am am. Oh. Die Melli will das immer haben. これとかこれとかこれとか同じようなものはドイツにもあります。Yeah. And you don't like it in German? No, I don't buy it. No.Ich habe auch noch was mitgebracht. Oh, Kinder. Kinder, Überraschung. Kono Tamago ga, hai, Taka no hajimete no Kinder Überraschung. Tamago gata no Chocolate. Tamago mit Tamago drin. So, ko watte. Ko. Ja. Ayo. Oh, nani? Omocha ga haitteru. So. Jetzt musst du erst probieren. Tabe nai no? Tabete, ikko.食べて。Lecker, lecker. Kinder Schokolade. Auch total süß. どうやって食べるのこれ。爆発はない。あれだ。基本的にこれみたいな説明書がついてて。そういうことだね。めんどくさい。できた。動くの？水入れて、水入れて。なんか、お水入れる。水入れるとこう伸びてくるんだ、上に。そういう遊び。ということで、この動画はここで終わりにします。あれだね。やっぱり、駄菓子とかは子供の時から食べてないとダメだね。多分日本人もドイツに来てドイツの駄菓子食べると美味しくないって思う駄菓子がいっぱいあると思う。なかなか難しいということが分かりました。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。